Bunte Kostüme, herrliche Kulissen und bezaubernde Stimmen. So präsentieren sich die Stücke der Deutschen Oper am Rhein. Seit 1956 begeistern sie die Zuschauer in Duisburg und Düsseldorf. Von klassischen Opern wie der Hochzeit des Figaro bis hin zu ausgezeichneten Ballettabenden. Doch was auf der Bühne wie selbstverständlich daherkommt, ist oft ein aufwendiger Prozess. Besonders die ausgefeilten Kulissen sind das Ergebnis mehrerer hundert Stunden Arbeit. Und hier ist der Ort, an dem sie entstehen. Mehr als 30 Arbeiter werken hier täglich im Akkord, damit die Bühnenbilder auch rechtzeitig fertig werden. Dazu gehört auch Michael Fischer. Während er früher selbstständig als Bildhauer hauptsächlich mit Stein, Holz und Metall gearbeitet hat, gehören heute vor allem leichte Materialien wie Kunststoffe und Styropor zu seinen Werkstoffen. Die Vorgabe für seine Arbeit bekommt er von den Bühnenbildnern. Der Bühnenbildner kommt zu uns in die Werkstatt und bringt sein Bühnenbildmodell mit. Und ich habe hier zum Beispiel für eine kommende Produktion eine Art Säule bzw. einen Baum. Der ist jetzt hier im Maßstab 1 zu 25 und es liegt dann an uns, dass wir dieses Modell vergrößern. Doch bevor Michael Fischer mit seiner Arbeit beginnen kann, ist erst einmal ein anderer gefragt. Bereits seit 7 Uhr arbeitet Daniel Reglin an den technischen Zeichnungen. Als technischer Konstrukteur beantwortet er per Computer alle Fragen rund um Materialien, Kosten und Statik. Das fertige Muster landet dann schließlich in der Hand von Vito Sabatelli. Er ist Schlossermeister und hat damit die Verantwortung für alle Vorgänge rund um die aufwendigen Metallkonstruktionen. Hier wird geschweißt, gesägt und geschraubt. Und so entsteht dann auch das eiserne Innenleben der Säulen. Erst dann ist die Arbeit von Bühnenplastiker Michael Fischer gefragt. Wir bauen dann Styropor drum klebendes und dann wird es bearbeitet, wird es geformt mit Messer, mit Schleifpapier, mit Drahtbürste und so weiter. Ne? Und anschließend, damit es stabil ist und damit es bespielbar ist, wird es kaschiert mit Textilien, verschiedene Papiere und so weiter und dann farbig noch gefasst. Und für die Farbe ist dann unter anderem sie zuständig. Ewe Klausmann. Seit nunmehr 3 Jahren ist sie Theatermalerin für die Deutsche Oper am Rhein. Doch hier arbeitet nicht jeder für sich. Für die Malerin ist besonders die Zusammenarbeit das Wichtige an ihrem Job. Ich mag es halt sehr gerne, dass eins sehr dicht mit dem anderen verflochten ist. Die Schlosser sind erstmal dran und machen das Gerüst und dann arbeiten die Plastiker das gestalterisch und dann komme ich mit meiner Farbe dazu und alles ist dann ein ganzes Objekt und das mag ich sehr gerne. Doch was so konstruktiv zusammenarbeitet, muss natürlich auch fachgemäß koordiniert werden. Und eben dabei ist Werkstättenleiter Sandro Di Sabatino gefragt. Er hat den Blick auf jede einzelne Produktionsphase und betreut den kompletten Fertigungsprozess von der ersten Konstruktionszeichnung bis zur Fertigstellung des Bühnenbildes. Kein leichtes Unterfangen, doch was lange währt, wird endlich gut. Und so erstrahlen auch die grünen Säulen in ihrer ganzen Pracht. Und wenn die Zuschauer im Theater faszinierend auf die Bühne sehen, dann kann man sich sicher sein, dass Michael Fischer und seine Kollegen alles richtig gemacht haben.